That's not good. Okay, hier bin ich falsch. Oh mein Gott, es leuchtet rot. Ein Galgen? Achso, von hier kommen wir, lol. Nee, hä? Nee, ich glaube Keine nicht, Ahnung. dass wir von da kommen. Hing da ein Galgen von der Decke? Wo? Da, wo du in dem Raum, wo du jetzt rausgegangen bist, wieder. Nee, ist eine Kette. Aber ist da was versteckt? Wahrscheinlich. Da. Nee. Okay, ist ein komplett unnötiger Raum. Höhen. Naja, aber hier ist Musik. Die Musik macht. Wow. That never used to happen before. Ich habe es auf dem Boden gesehen. Wow. Und den Schwarzen zusammengezogen. Das war echt peinlich. Das war echt sad, Bruder. Da ist der Eingang. Ja, aber dann. Sag mal, wird mein Field of Vision immer kleiner oder werde ich nur immer unfähiger, es zu benutzen? Du wirst einfach nur unfähiger. Ah, Seite lesen. Zwischenfälle, die ich nicht als Zufälle abtun kann. Der Park läuft, aber irgendetwas stört seine vorgesehene Funktion. Es ist, als würde die Luft selbst die Energie verderben, während ich sie einfange. Einige Verluste hier und da sind akzeptabel, aber wenn Mitarbeiter mit Messern Amok laufen, erregt das Aufmerksamkeit. Ich will nicht, dass die Jungs in Blau, egal welche, diesen Ort allzu genau untersuchen. Schade, dass mit Steve... Ich mochte ihn. 3, 2, 1... Hatte das mit Steve, ich mochte ihn. Was war der, der zerquetscht wurde von Boxautos? Das ist der Chat. Nee, Steve wurde zerquetscht. Chat hat alle umgebracht. Nee, von da kam ich so. Nee, das ist der. Nein, what, das ist what richtig. The fuck? Da muss ich weiter. Manchmal zweifle ich echt an dir. Ey, in, als ich mit Atom Urlaub war neulich, da hatte ich voll die Orientierung, ja? Im Real Life kann ich das, nur halt nicht in Spielen. Da bin ich zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt. Warum höre ich hier drin immer atmen? Vor allem hier drin immer. Das ist das erste Mal, dass du einen Raum betrittst. Nee, da war vorhin auch so ein anderer Raum. Oh, das sieht nach Finale aus. Muss ich jetzt zurück? Was? Achso, ich muss ihm folgen, nehme ich an. One little duck went out one day. Verbrenne mich. Schön warme Dusche. Da ist die ultimative Lore versteckt. Wenn man nicht. Ja, ne? Das wäre schon krass. Okay. Safe room. Türe öffnen. Ah, es muss immer in den Keller gehen im Horrorspiel, ne? Das ist einfach Pflicht. Bum, 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 bum. Oh nee, ist das jetzt ein Türrätsel oder so? Hier macht sie die ganz aus? Das ist ja auch Licht an. Layers auf 4. Gleich klingelt das Telefon. Oh, ups. Zirkus der Albträume. Ein Zirkus. Achso, soll ich lesen? Hurra, hurra, der Zirkus brennt am Tag der Premiere nieder. Dutzende Tote. Tot, doch. Der Besitzer wird von einer aufgebrachten Menge Getöteten, stößt einen Fluch aus. Bock! Jetzt kommt Rabe, ein Wanderer mit dunkler Seele in der Abenddämmerung. Kann die aufhören, das Buch zu bewegen? Das irritiert.
In die Ruinen. In die Ruinen, um seine verschwundene Mutter zu suchen. Vorhang auf und Jumpscare. Irritiert aber echt enorm. Ja. What the fuck is. Das Ach, das ist ist eine eine Pflanze, Pflanze. okay. Sah aber aus wie ein Drache. Ja, es Oder sah eine echt aus wie Schlange. der Typ. They gave me Callum back and sent me home with a handful of breadcrumbs. A home bit a sweet home. I barely recognized it. Where there had been color and light, there were shadows and regrets. Where there had been warmth, there was a bone-deep coldness that never went away. I tried my hardest to keep the ghosts at bay. Sohn getötet hast. Don, watching from the dusty corners while I tried to teach his son to read. My father, coldly assessing me and finding me lacking. I devoted myself to Callum, did the things that they told me. It will get better, they said. Every day will be a little better than the last. I'm in the woods now, lost and afraid. Things never got any better. Ganze scheiß Märchen war einfach nur eine riesige Metapher. Ja, nach mehreren vergeblichen Einzugsversuchen bedauern wir ihn, mitteilen zu müssen, dass ihre Stromversorgung abgeschaltet wurde oder in Kürze deaktiviert wird. Bitte gehen Sie folgendermaßen vor, begleichen Sie Ihre jüngsten Rechnungen, Kontakte. Ja, Zusammenfassung, ihr wurde der Strom ausgeschaltet. So, danke. Könnt ihr ja pausieren und le selbst lesen. Die wahre Geschichte des Don der Donners. Am 16. April 1864 brachten einige Planwagen auf eine Reise in das 2500 Meilen entfernte Kalifornien auf. Nur 8 Monate später standen sie ohne Vorräte und trinken was. Ah! Das ist die Donnerparty! Oh mein Gott! Das ist so. Das ist eine. Informiert euch selbst darüber. Es ist eine sehr kannibalistische, interessante Geschichte. Bergen der Sierra Nevada. So begann eine der größten Tragödien der Migration nach Westen, die die Welt je gesehen hat. Nur hat unser Gremium aus Donnerexperten überzeugende Beweise entdeckt, die belegen, dass die Familie gezwungen waren, sich auf Kannibalismus zu verlegen, um diesen schrecklichen Winter zu überleben. Sie hat Ja, ihren das Sohn ist gegessen. irgendwie das, wofür die bekannt sind. In diesem, ja, offensichtlich. Ich meine, Hänsel und Gretel war das ja auch dann der Ja. Twist, dass die gegessen haben und so. Und Ja, sie hat ja genau. gesagt, wenn man Hunger isst, macht man Dinge. Und guck mal, wie das aussieht. Ja, aber das ist irgendwie das, wofür die bekannt waren. Die haben das auch zugegeben, dass sie sich gegessen haben. Also informiert euch selbst über die Donnerparty. Sehr grausame, interessante Geschichte. C für Callum. Soll ich das jetzt auch essen oder was? Du sollst nicht die Guck mal, das Mütze sieht aus. essen. Das ist ein Rubik's Cube. Lass den mal lösen. Nein. Warum ist da Darth Vaders Atem? I Ich liebe love you dich from von Callum. Callum. Danke für die Vor Übersetzung. allem steht einfach nur Callum. Ja. Oh, ich. Das Welken von mit diesem Roman festigt zu sehen als ihren Status als eine der besten Science-Fiction-Autorinnen ihrer Generation. Eine Sonneneruption hat die Erde getroffen. Millionen von Menschen sind obdachlos. Ein junger Meteorologe sucht verzweifelt nach einem Weg, die globale Erwärmung. Eines Stromlandes Chance O'Hara ist der Schlüssel für die Rettung der Welt. Und das nicht zum ersten Mal. Dynamisch, aufregend, bombastisch. Alles, was man von einem. Okay. Was auch immer das. Wie auch immer das in die Lore passt. Okay. Hier müsste jetzt mal wieder was kommen. Nur am Beschweren hier. Ja, nee, ich beschwere mich nicht, dass ich nicht gejumpscared werde, aber. Ah, sie ist zu. Ich so, hä, warum geht es nicht? Das heißt, es gibt hier irgendwo einen Schlüssel? Naja. Wahrscheinlich hier irgendwo. Irgendwas passiert mit den Fenstern. Ich werde gleich wieder zurückrennen müssen. Brief. Das ist ein Typ, liest du. Miss Maylard, Millard, wie auch immer. Wie bei unserem heutigen Treffen besprochen, betrachten wir Sie als vollständig geheilt.
Dieser Brief ist die offizielle Bestätigung ihrer körperlichen und geistigen Gesundheit sowie ihrer uneingeschränkten Arbeitsfähigkeit. Sie sollten daher alle bisher eingenommenen Medikamente absetzen und mögliche Restbestände entsorgen. Im Falle eines Rezidivs wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren örtlichen Psychologen. Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute. Dr. Spencer, Dunwich Medical. Dunwich. Okay. Dan Will. Maul. Warte, wer schreibt das? Karen. Oh, Karen! Okay. Karen! Lorraine, ich habe deinen Brief erhalten und bin etwas überrascht. Du bist mit deinem Vater vor all den Jahren durchgebrannt und total von der Bildfläche verschwunden. Ich bin mit meinem Vater durchgebrannt? Als ich dich dann endlich aufgespürt hatte, hast du nicht einen meiner Briefe beantwortet. Und jetzt bittest du mich um Hilfe? Ich habe mittlerweile eine andere Familie und ein anderes Leben. Dein Vater war ein schrecklicher Mensch und ich bereue die Jahre, die ich mit ihm vergeudet habe. Dich habe ich wirklich geliebt, aber du wurdest ihm mit den Jahren immer ähnlicher. Du warst immer sein Mädchen, nie das meine. Trotzdem hätte ich um das Sorgerecht gekämpft, wenn du nicht mit ihm weggelaufen wärst. Ach, so das hat das mir das gemeint. Herz gebrochen. Und ich, ja, aber ich musste irgendwie weiterleben. Ich kann dich nicht in mein Leben zurücklassen, ohne alte Wunden zu öffnen. Es tut mir leid, Lorraine, aber ich kann das einfach nicht mehr. Oh, das steht gar nicht mehr, aber ich habe es jetzt dazu gepackt. Schauspielerische Freiheit. Vielleicht wird es eines Tages leichter und ich kann Callum treffen. Aber noch ist es dafür zu früh. Ich kann dir immer noch nicht vergeben. Bitte hör auf, mir zu schreiben. Karen. Karen. Gibt's da nicht auch ein Lied in Mean Girls? My name is Karen. Ja. My hair is shiny. My teeth are perfect. My skirt is tiny. Danke. Ja, es geht noch weiter, aber ich weiß. Weiß es gerade nicht. Ja, okay. Schaltest du dich auch noch an oder so? Okay. Oder aus. Oder aus, eins von beiden. Irgendwas, was Exit. Weniger nervig ist. Du hast ein Exit-Filter in deiner Wohnung. Ja, aber ich glaube, es ist relativ... Ja. Hochachtungsvoll, Rüdiger. Miss Maylard. Unsere... Jetzt ist wieder verpixelt, toll. Unsere Prüfung der Vermögenswerte von Mr. Donald Williams ist abgeschlossen. Wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass als Hauptbegünstigte seines Nachlasses einschließlich der abgeschlossenen Risikolebensversicherung die Eltern des Verstorbenen... Ah, so... Ja, namentlich Rose und Richard Williams aus New York genannt werden. Unsere Kanzlei hat sich mit Mr. und Mrs. Williams in Verbindung gesetzt, um ihre Situation insbesondere hinsichtlich der Geburt von Donalds Sohn Callum darzulegen. Unglücklicherweise reagierten sie auf unsere Bemühungen ablehnend und erklärten, ohne rechtsgültigen Beleg der Vaterschaft hätten sie ihres Erachtens keinerlei Ansprüche auf Donalds Erbe. Überdies haben sie uns... Ach so, ja, okay, also, ja, gut, wir wissen Bescheid. Sie hat das Erbe nicht bekommen von ihrem toten Lover. I think I did something wrong. Dann nehme ich jetzt diese hier. Dies zu. Ja, okay, ich... Oh my fucking God. What the fuck did I do wrong? Nichts. Warum bin ich dann wieder hier? Ah, ich krieg Pillen. Danke.